Fertig. Ja. Hallo zusammen, Freunde. Es ist mal wieder soweit. Ein Video bei Tracking Live hier auf dem Kanal. Ist ja lang nichts passiert, aber dieses Wochenende haben wir es mal wieder geschafft. Heute geht's auf Tour. Bevor wir das machen, wollte ich euch noch einen neuen Schlafsack vorstellen. Und zwar den Biopod Wolle Zero von Grützibeck. Schnapp Janik. Ja. Wollen wir das nicht besser draußen machen? Wieso? Weil hier ist das Setting, ist doch irgendwie, wir sind hier drin, draußen ist doch schöner. Ja, da hast recht. Dann würde ich sagen, machen wir das einfach draußen. Alles klar. So, bitteschön. 500 Gramm Mett hätte ich gerne. Frühstück ist da. Sehr gut. So, schon besser. Da sind wir draußen in der Natur und hier lässt sich so ein Schlafsack natürlich viel besser vorstellen. Nochmal eine ganz kleine Info hier. Also ich habe von Grützibeck sowohl den Schlafsack als auch den Feeter, The Feet Heater. Ich finde den Namen so geil. habe ich kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Nur mal hier als kleiner Hinweis. Wir wollen ja transparent sein. Und genau, deshalb ist hier auch oben Werbevideo markiert. Und ändert natürlich trotzdem nicht meine persönliche Meinung. Ich habe das getestet und gebe meine persönliche Meinung hier wieder und sage jetzt nicht, nur weil ich das umsonst gekriegt habe, dass es besonders gut ist, sondern wir sind ehrlich natürlich und genau, jetzt let's go. Ja, erstmal ein paar generelle Facts. Also, habe ich ja schon gesagt, von Grützibeck, Biopod Wolle Zero. Da können wir auch genau erstmal die wichtigsten Daten sehen. Komforttemperatur liegt bei 7 Grad, ist also ein 3-Jahreszeiten-Schlafsack. Für den Winter jetzt nicht optimal geeignet. Limit und Extrem- oder Grenz- und Extremtemperatur mit 2 Grad und minus 12 Grad beachte ich jetzt mal nicht. Man sollte sich immer an die Komforttemperatur halten, gerade ich friere nämlich schnell draußen. Ist mit 7 Grad aber jetzt für Herbst, Frühling und Sommer gar kein Problem. Ihr seht das Packmaß, ich habe den schon gut zusammengepresst, also vielleicht geht noch ein bisschen mehr, aber ist in Ordnung, würde ich sagen. Wiegt ungefähr 1 Kilogramm oder 1050 Gramm, glaube ich, mit dem Kompressionsbeutel. Genau, das sind so die Standard-Facts. Was wichtig ist, der heißt ja, wie der Name schon sagt, Wolle Zero, da ist also eine Wollfüllung drin. Almwolle, dazu sage ich später noch mehr. Mit 85%igem Anteil und dann wurde noch 15% Synthdown, nennen die das bei Grützibeck, beigemischt, was einfach Polyester ist, also Synthetikfasern. Genau, und diese Mischung sorgt für ein sehr gutes Schlafklima, kann ich schon mal sagen, aber wie gesagt, ich erkläre euch das später nochmal. Das Außenmaterial ist ein 40D-Nylon, also ist es auch ein bisschen wasserabweisend. Und zusammen mit der Wolle, die ja auch ein bisschen feuchtigkeitsregulierend ist, wie man ja weiß, funktioniert es dann auch bei, so wie heute, etwas nasseren Tagen ganz gut. So, das war erstmal so ein grober Überblick. Ich würde sagen, wir packen das gute Ding mal aus und dann zeige ich euch mal die schöne rote Farbe. Das ist nämlich auch ein Hingucker. Zap, Setting ist aufgebaut, die Isomatte liegt schon mal, jetzt packe ich das gute Ding mal aus. Da kann ich euch währenddessen was zur besonderen Füllung erzählen, Wolle. Wolle ist ja in der Outdoor-Szene ein beliebter Stoff, würde ich jetzt mal sagen. Wolle wird immer beliebter, Wolle hat gute Eigenschaften. Wolle ist nachhaltig, Wolle ist klasse, kauft Wolle, also zum Beispiel Merino-Shirts, da schwören wir drauf. Und jetzt haben wir es halt auch in diesem Schlafsack hier drin. Fand ich ganz interessant. Und jetzt sehen wir erstmal eine richtig schöne Farbe. Also ich hätte vorher rot, weiß ich nicht, hätte ich mir glaube ich selbst nicht geholt. Aber jetzt finde ich den echt geil, muss ich sagen. Die Farbe. So. Hey, warum hättest du dir kein Rot geholt? Bitte? Warum hättest du dir kein Rot geholt? Puh, keine Ahnung, ich würde mir immer so schwarz oder blau holen, keine Ahnung. Rot ist immer sowas Außergewöhnliches, aber ist cool. Jedenfalls haben wir halt hier die Almwolle drin mit 85%. So, und die sorgt dafür, also der Ansatz von Grützibeck ist halt,
ein gutes Schlaferlebnis zu haben, weil man muss ja am nächsten Tag, wenn man jetzt beispielsweise wie wir in Schweden unterwegs sind und eine mehrtägige Trekkingtour machen, muss man ja am nächsten Tag wieder 30 Kilometer wandern oder in unserem Fall 10. Aber man braucht die Kraft und Schlaf ist wichtig. Und Wolle reguliert die Temperatur im Körper optimal. Wenn es zu kalt ist, dann gibt sie Wärme. Wenn es zu warm ist, dann kühlt sie. Das ist der große Vorteil an Wolle. Und sie regelt noch die Feuchtigkeit, weil wir Menschen, wir verlieren ständig Feuchtigkeit, auch wenn wir schlafen in der Nacht. Und das macht Wolle halt, das reguliert die Wolle halt optimal, was bei Daune oder Synthetik, also Kunstfaser, nicht der Fall ist. Und so hat man halt ein richtig geiles Schlaferlebnis und ist am nächsten Tag bestens ausgeruht und kann wieder durchstarten. So zumindest die Theorie. Ich habe es im Berchtesgaden schon getestet. Ansonsten haben wir jetzt länger nichts mehr gemacht. Aber da war ich auf jeden Fall zufrieden und muss sagen, jo, gutes Ding. So viel zur Wolle. Und jetzt schauen wir uns nochmal den Schlafsack und seinen genauen Features an. Ich denke auch, ist ja verrückt. Oh, ist das schon voll. Die Schuhe doch aus. Nee, das will ich ja zeigen. So, man kann die Füße dann so ein, das ist geil. So, weil ich habe dreckige Schuhe an, aber macht nichts, weil die da hinten rauskommen. Ich zieh's einfach aus. Läuft da schon? Nein! Da ist wieder Sache drin, ey. Ja, das schneiden wir eiskalt rein, weil wir sind authentisch bei Tracking Life. So, Freunde. Das Ding ist ausgebreitet. Ich bin bereit. Genau, geht übrigens bis zu einer Körpergröße von 1,85, also bis zu 1,85, das ist die Größe M. Gibt es auch noch ein L für die größeren Leute, aber für mich optimal mit 1,83 passe ich da gut rein, habe nicht mehr so viel Luft. So, und dann fangen wir doch mal direkt an. Wir haben einen Zwei-Wege-Reißverschluss. Das heißt, ich kann den hier zumachen, aber im Sommer, ne, ihr wisst das, nach so 40 Kilometern auf dem Trail, da qualmen die Socken. Hier. Da kann ich sie schön rauslegen. Optimal und kann oben trotzdem zumachen. Ah. Für die Leute, die Schweißfüße haben, wir gehören nicht dazu, oder? Also ich kann mich nicht beklagen. Nö, bei dir. Alles gut. So, ne? Und dann ja, kann man sich schön hinlegen. Dann geht's weiter. Wir haben ein kleines Feature, finde ich ganz cool. Ein Kompass hier dran, damit man immer weiß, wo der Kühlschrank ist mit dem Bier. Wie das Ding, genau, in welche Richtung man dazu machen muss. Irgendeine Story ist dahinter. Dann haben wir hier so eine Wulst, die ist auch ganz cool. Direkt am Reißverschluss dran, weil das ist natürlich die anfälligste Stelle für einen Schlafsack. Jetzt zwecks Isolierung. Und da ist dann nochmal extra verstärkt eine Wulst, damit da auch keine Luft durchkommt. Keine kalte Luft. So, wir haben jetzt hier unseren Schlafsack ausgebreitet, optimal. Schön. Alles zu, liegen drin und dann, man kennt doch das Problem, man nimmt die Daunenjacke oder das Vlies, legt sich das hier drauf und oder bestenfalls noch in die Hülle vom Schlafsack oder von der Isomatte und dann hat man sein Kissen. Oh, Grützebeck ist ganz schlau, finde ich echt pfiffig, habe ich auch sonst noch nirgendwo gesehen, glaube ich, bei keinem anderen Schlafsack. Ich habe jetzt natürlich noch nicht jeden angeguckt, aber hier haben wir dann extra so ein Fach eingenäht. Und da kann man jetzt ganz einfach, also eine Hardshell würde ich jetzt nicht empfehlen, aber die haben wir gerade griffbereit. So, packt dann einfach hier, fängt man an, nimmt eine Jacke. Hardshell eignet sich jetzt wie gesagt nicht optimal. Und da kann man sie hier schön nach und nach reinschieben. So, so zu den Zwecken reicht das und dann hat man hier sein Kopfkissen halt optimal eingenäht. Aber nehmt keine Hardshell, empfehlen wir euch nicht. Insider-Tipp von Tracking Life, nimmt was Weiches. Gut. Dann, weiteres Feature ist natürlich auch noch die einstellbare Kapuze. Die zeige ich euch jetzt auch nochmal. Aber generell kann man sagen, man merkt ja schon, so ein eingebautes Kopfkissenfach. Dann kann man, wenn es warm ist, die Füße rauslegen. Das sind alles so kleine Features, wo mitgedacht wurde, dass man wirklich den bestmöglichen Schlaf kriegt. So, jetzt machen wir das Gerät mal zu. Oh, herrlich, ey. Dann knall ich mich mal hier rein. Und dann kann ich, wenn es kalt ist, das Ding hier zuziehen und mich richtig schön
einmummeln, Freunde. Ah, herrlich. Da kann man sich auf jeden Fall kann man sich gemütlich machen. Jetzt komme ich, versuche mal wieder hier rauszukommen. So, natürlich hat auch der Schlafsack so eine Tasche hier. Wertsachen, eine außen. Reißverschlüsse gehen auch sehr gut, kann man jetzt auch mal vielleicht erwähnen, weil hier auch noch mal extra so ein Schutz ist, damit sich das Futter da nicht reinfrisst. Das ist immer nervig, finde ich, und gerade bei ja so günstigeren Schlafsäcken kennt man das ja. Und dann gibt es, glaube ich, noch eine Innentasche, richtig, für ja Handys oder Akkus, was halt nicht auskühlen sollte über Nacht. Also alles gar kein Problem. Genau, das war es eigentlich zum Grützibeck Biopod Wolle Zero. Gutes Ding auf jeden Fall. Danke nochmal an Grützibeck, die haben mir den Schlafsack zur Verfügung gestellt. Genauso wie Feta the Feet Heater, den kann ich auch nochmal kurz vorstellen. Im Grunde ein ganz einfaches Ding, ist ein Schlafsack Inlet. Kann man hier so einfach auspacken, also der Packsack ist integriert. So, dann kann man da reinschlüpfen, das ist ungefähr hüfthoch, wenn es mal wirklich kalt werden sollte. Hier ist noch ein weiteres cooles Feature von dem Feta. Das ist nicht einfach, also er wärmt natürlich auch so, wenn er im Schlafsack drin ist, aber wem das nicht genug ist, wer noch mehr friert, der hat jetzt ein richtig, der jetzt hier aufpassen, USB-Stick, einfach hier drin. Führt dann ganz normal hier rein, also da könnt ihr auch nicht hängen bleiben oder so, das geht dann irgendwo, ist das wahrscheinlich in der äußeren Schicht, läuft es dann runter. Da sind Heizelemente drin und wenn ihr diesen USB-Stick in eure Powerbank reinsteckt, die für, ja, sagen wir mal so 45 Minuten wird, glaube ich, empfohlen, bis eine Stunde, ich blende es nochmal unten ein, was genau ist, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, einfach die Powerbank anmachen, dann heizt sich das Ding auf und dann habt ihr den Rest der Nacht Ruhe, also dann Powerbank rausmachen. Wenn es extrem kalt ist, könnt ihr vielleicht noch was länger machen, aber eigentlich ist empfohlen so ungefähr eine Stunde, dann raus und dann habt ihr die Nachtruhe und immer eine wohlige Wärme in eurem Schlafsack. Und das habe ich getestet in Berchtesgaden und das war wirklich geil. Also ich sonst penne ich immer mit einer langen Unterhose, mit einer Jogginghose. Ich bin da nackt reingegangen, also mit Boxershorts. Nicht komplett nackt, sondern mit Boxershorts und es war echt ein richtig geiles Schlafgefühl. Also das haben sie auf jeden Fall geschafft. Und damit würde ich dann nochmal so zum Fazit kommen. Also, wir haben Feta the Feet Heater. Klar, ich würde es nicht mit auf einer Fernwanderung nehmen. Wenn ihr irgendwo mit dem Auto seid, auf dem Campingplatz pennt, kann man das machen. Auch gut für die Couch zu Hause geeignet übrigens im Winter. Super Ding. Aber nicht für längere Touren, wenn man nur mit Rucksack unterwegs ist. Da ist es Luxus. Dann der Schlafsack. Fangen wir erstmal mit dem Haupt Aspekt an, Schlafkomfort, gutes Schlafgefühl, gutes Schlaferlebnis wird meiner Meinung nach erfüllt, ist auf jeden Fall schon mal erreicht, hat nette Features wie diesen Zwei-Wege-Reißverschluss, da merkt man einfach, dass mitgedacht wurde, auch wenn er, hier, kann man die Füße einfach rausnehmen, finde ich ganz cool. Dann haben wir diese Wulst, die finde ich auch mitgedacht, weil da ist der Schlafsack halt am anfälligsten, trotzdem wurde hier nochmal verstärkt so eine Schutzschicht eingebaut, damit er halt nicht hängen bleibt. Also der geht auch wirklich gut. Ich habe den jetzt schon, keine Ahnung wie oft, benutzt und hatte noch nie Probleme mit dem Reißverschluss. Es ist sehr gut verarbeitet, ist alles mega weich, es fühlt sich gut an. Und das Kopfkissenfach ist auch ein nettes Feature. Da haben sie sich auch wieder Gedanken gemacht. Finde ich cool. Ich sehe gerade YKK Reißverschlusszipper, ist auch mal ein gutes Qualitätszeichen. ja, den Kompass, gut, den brauche ich jetzt nicht, aber ist ein nettes Spielzeug. Ja, ansonsten kann ich eigentlich nichts mehr sagen. Ich bin zufrieden damit.
einziger Nachteil ist natürlich das Packmaß und das Gewicht. Also ich finde 1000 Gramm mit Packsack, ja, ist schon was. Gerade wenn man mehrere Tage unterwegs ist und aufs Gewicht achtet, ist wahrscheinlich nicht für jeden was. Ne? Wenn wir jetzt mal nur einen Down-Schlafsack nehmen, der ist viel kleiner und wiegt viel weniger. In der gleichen Kategorie, weil Komforttemperatur 7 Grad ist jetzt auch relativ hoch. Aber gut, da hat man natürlich nicht so ein Schlafgefühl. Also da muss man dann einfach selbst abwägen, worauf man Wert legen will. Nimmt man ein bisschen mehr mit, hat ein gutes Schlafgefühl oder ist man einfach minimalistisch unterwegs und guckt nur aufs Gewicht und aufs Packmaß. Das ist vielleicht der einzige Nachteil daran, aber ansonsten ein gutes Ding. Danke nochmal an Grüezi weg für Fita the Feet Eater, für mich Frostbeule. Der hat auf jeden Fall den richtigen getroffen, oder? Sicher. Ja, hinter der Kamera kann er bestätigen. Ja, und schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, wie ihr das Ding findet. Und dann sehen wir uns zur nächsten Tour, hoffentlich bald mal wieder. Tschö, tschö.